bin Michelle, bin 13 Jahre alt und komme aus Honduras. Ich ziehe nach Deutschland und in einem Internat und ich komme in der 8. Klasse. In Honduras spricht man Spanisch, aber mein Papa ist Deutscher und deshalb kann ich zum Glück schon Deutsch sprechen. Dass ich nach Deutschland gekommen bin, ist natürlich sehr, sehr, sehr groß für mich. Ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und natürlich ist es eine komplette Veränderung. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil die Sache ist, hier endlich mein System zu haben und irgendwie selbst gucken, dass ich, weil sonst war meine Mama immer hinter mir so, mach das, Papa, mach das und so. Und jetzt muss ich das selber alles klären und selber mein System haben und immer organisiert zu sein. Erstmal andersrum und dann da. Ja, hat mir meine Oma gezeigt. Heute ist mein erster Schultag. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil diese Klasse ja schon ewig zusammen war. Und dann komme ich einfach dazu und ich weiß nicht, wie die sein werden oder wie die Leute mein erster Eindruck da sein wird, ob es gut oder schlecht ist oder keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe diese Ohrringe heute ausgewählt, weil die für meine Mama sehr, sehr wichtig waren. Also sind, und dann hat sie mir das mitgegeben und das ist so zum Beispiel so ein Glücksbringer zum ersten Schultag, ja. Entschuldigung, wo ist der Raum 311, also 311, hier, ne? Ja. Dankeschön. Wie heißt du? Ich heiße Michelle. Kommst du auch in der 8? Ja. Ah, cool. Durfte ich nicht hier? Ja, okay. Ich hoffe schon, dass da wenigstens eine gibt, mit der ich mich richtig gut verstehe und dass wir auch richtig vieles gemeinsam machen können. Und ich hoffe einfach nur, dass ich mich mit jemandem auch, ich jemandem vertrauen kann, der so alt ist wie ich. Ihr habt vielleicht schon zwei neue Gesichter bemerkt. Koche und Michelle, steh du bitte auch einmal kurz auf. Auch neu in der Klasse. Herzlich willkommen, wir machen das mit einem Applaus natürlich, ne? Okay. Ich habe eigentlich richtig, richtig Angst vor dem Fach Deutsch. Die sind alle so richtig weit und ich weiß nicht, ob ich halt mitkommen könnte. Die deutsche Grammatik ist ein bisschen schwer, danke. Ja, und ich weiß nicht, wie ich es machen werde, aber ich kriege schon hin. Am Anfang dachte ich so, okay, ich passe überhaupt nicht hier rein, aber dann habe ich so mehr Leute angesprochen und dann waren die auch offen und nett zu mir und man muss einfach nur, ja, offen sein. Manchmal habe ich so Realisierungsmomente. Okay, das ist jetzt dein Zimmer, das ist jetzt deine Schule, das sind deine Freunde ab jetzt. Es ist halt manchmal richtig viel und natürlich kommen einem die Tränen manchmal, aber kann ich nicht anders beschreiben. Das ist ein Familienbild, das ist ganz speziell für uns, weil die Zeit war echt schön für uns. Das ist ein Bild mit meinem Bruder und wir sind quasi beste Freunde. Er erzählt mir alles, ich ihn alles und wir sind echt, ich habe ihn ganz richtig lieb, ja.
ja, ich vermisse schon meine Eltern, ehrlich gesagt, weil es sind da so kleine Sachen, die richtig einen Unterschied machen. Gute Nachtsküsse, Witze, so. Es sind einfach so ganz kleine Details, die richtig was ausmachen. Es ist alles, ehrlich gesagt, ganz anders hier als in Honduras. Es war tatsächlich so, dass mein Haus eine Mauer um sich hat und dass ich überall gefahren wurde und gar nicht aus meinem Haus rausgehen konnte, weil die Kriminalität da richtig, richtig hoch ist. Und ja, es ist einfach nur zu gefährlich, um da rauszugehen. Für die Leute hier ist es selbstverständlich, dass sie rausgehen können, sich mit Freunden treffen oder zum Sport hinfahren. Das hatte ich alles nicht. Also nicht, dass ich jetzt Angst vor der Freiheit habe in Deutschland. Ich habe einfach Respekt davor. Natürlich bin ich richtig nervös, weil ich diesen Referat ja heute halte. Und es ist halt sehr aufregend. Und ich hab keine Ahnung, wie meine Klassenkameraden oder mein Lehrer darauf reagieren wird, ob es gut genug ist oder ob ich zu viele Fehler, Grammatikfehler gemacht habe oder so. Ich glaube, dass mein Deutsch sich eher schon verbessert hat. Trotzdem bin ich ein bisschen nervös. Michelle, bist du soweit? Ja. Michelle hat sich aufgrund ihrer Biografie mit dem Jugendbuch Chick nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise beschäftigt. Und das wird sie uns jetzt vorstellen. Okay. Also, guten Morgen. Ich stehe also heute vor euch und möchte ein Referat über Chick halten. Was hat das mit mir zu tun? Also, ich bin auch neu auf der Schule, hier. Ich komme auch aus dem Ausland. Da Chick aus Russland kommt, wollte ich euch gerne so zeigen, woher ich komme, meine Heimat. Wenn man Honduras einfach nur so in Google eingibt, sieht man Strände, schöne Berge, wunderschöne Landschaft, so wie im Paradies, oder? Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich schlecht über meine Heimat denke, aber die Realität ist anders. Honduras ist auch ein Land voller Armut und Kriminalität. Ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Mein Leben in Honduras, als ich hatte alles Mögliche, ich hatte Essen, Dach übers Kopf, eine Familie, eine gute Schule. Aber ich fühle mich hier sicherer. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí tranquila en el cuarto. Mañana voy a la ciudad con tres amigas. ¿Y con quién vas a la ciudad? Con tres amigas. Por eso, ¿quiénes son las amigas? Bueno, son de mi clase, no mi tío, Lea. ¿Pero son de tu misma edad? Sí, mamá, de mi misma edad. Okay, ¿y que hay algún adulto que le va a acompañar? No, mamá, no, vamos solas. ¿Pero con quién van? ¿En auto o caminando? ¿Cómo se llega ahí? En bus. ¿En bus? Sí. ¿Y solitas? ¿Y cuánto tiempo van a estar en la ciudad sola? Meine Mama hat, glaube ich, Sorgen, weil ich halt... In Honduras durfte ich das ja nicht machen und ich verstehe das natürlich, weil so, ich würde mir auch Sorgen um mein Kind machen und es ist auch gut, immer zu wissen, wo er ist und so.
Aber ich meine, Vertrauen muss man auch manchmal haben. Bueno, te quiero, Mama. Está bien, mi amor. Te quiero. Bye. Es ist einfach so, manchmal, wenn man diese Freiheit bekommt, dann weiß man nicht richtig, wo die Grenzen sind. Und das muss manchmal auch richtig deutlich gesagt werden, damit ich es auch weiß, weil ich es halt nicht so kenne. Und dafür sind auch meine Freundinnen da und sagen, ja, nee, sei vorsichtig da, mach das lieber nicht. Oder das kannst du ruhig machen. Sowas halt. Heute gehen wir ja in die Stadt mit Nomi, Lea und Thea und wir gehen einfach bummeln und halt in ein Café rein. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin heute richtig auf Kissing. Natürlich ist es besser, dass die dabei sind, weil ich mich halt ein bisschen sicherer fühle. Als ich gehe generell nicht alleine in die Stadt, das mache ich nicht gerne. Aber trotzdem ist es auch, das bringt einfach nur eine gute Stimmung und es ist einfach nur cool, ja. Hi. Hi. Dieses graue Ding. Kein T-Shirt. Sexy. Das sieht eigentlich gut aus. Ja, das ist voll. Du fährst. Yay, ich fahre. Natürlich bin ich froh, dass ich meine Freundinnen hier gefunden habe, weil endlich habe ich so eine Mädchen-Clique, die mich richtig versteht und einfach so sind wie, ein bisschen so wie ich, so ein bisschen offener und einfach cool drauf und locker. Klar. Konntest du eigentlich in Honduras auch so wie wir jetzt so in die Stadt gehen, also so alleine, einfach ohne, dass du irgendwie Angst haben musst, dass so alleine zu gehen? Nee, gar nicht so, null. Da konnte ich noch nicht mal, ehrlich gesagt, aus meinem Haus raus und ich glaube, das kannst du dir nicht so richtig oder ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es war, ich glaube, ihr versteht, dass es so richtig langweilig dann war. So, die heiße Milch war bei dir, ne? Ich habe auch richtig, also sehr viel Vertrauen zu euch. Ich finde, es ist so, als ob man sich schon so Jahre kennt. Ja, so trotz dieser kurzen Zeit, als ob man sich so schon, eigentlich schon 10 Jahre oder so eigentlich schon kennt. Es ist einfach toll, weil die Klasse einfach richtig nett und offen war und ich mich direkt mit meiner Clique halt so richtig in Vertrauen gefühlt habe und ich wusste, dass ich in der Klasse richtig gut angenommen wurde und direkt so als eine Freundin angesehen wurde und das hat mich richtig gefreut. Also diese letzten 5 Monate waren die besten 5 Monate meines Lebens bisher, weil ich so vieles erlebt habe, so viele neue Leute kennengelernt habe. Einfach nur, alles ist anders und genau wie ich es mir vorgestellt habe. Es war einfach nur dieser Schritt, den ich einfach machen musste, um meinen Traum zu erfüllen. Ich traue mich schon mittlerweile, so alleine irgendwie irgendwo hinzufahren, hinzugehen. Also ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz auf mich, weil ich das alles durchgezogen habe und dafür gekämpft habe, was ich wollte. Und natürlich gibt es manchmal Frustrationen, aber man muss einfach dafür kämpfen, für was man will. Und natürlich mag ich diese Freiheit.